seid ihr denn? Im Auto. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Ja, mit Gerd und Lupi natürlich. Hallo. Ihr zwei. So, hi. Machen wir so eine 2-3-Stunden-Session und schneiden das dann einfach so an ein paar Punkten, dass wir so im Durchschnitt 15 bis 20 Minuten haben. Warum wir Ghost Recon aufnehmen, ist ganz einfach. Wir bringen es halt nicht mehr im Livestream, weil wir ein bisschen umstrukturieren. Aber da wir Ghost Recon geil finden und eh spielen wollten, haben wir gedacht, nehmen wir es doch auf. Einsteigen mit X. Ich könnte auch mal das Mikro ein bisschen verändern. So. Ihr hört das jetzt in der Aufnahme, weil ich jetzt drehe. So, Entschuldigung. Tut mir leid. So. Nämlich auch ordentlicher hinsetzen. Ja, von mir aus können wir. Wohin überhaupt? Ja. Karte. Erheffe. Hier gibt es ein Waffen-Upgrade und da ist auch ein Heli. Fahr dahin. Ist auch ganz praktisch. Huch! Ja. Hab's aus Versehen abgelehnt. Kannst du es doch wieder annehmen, oder nicht? Moment. Gerd, lehnst du es nochmal ab, bitte? Muss ich mich echt mal wieder hier reinfummeln? Ist auf der Karte und dann ist das unter uns dieses grüne Ding. Ich nehm's nochmal an. Vielleicht kann der Lumpi das jetzt auch nochmal annehmen. Ja, ja, gut, hat sich erledigt, Gerd. Ja, nimmt er. Ach. Hat sich erledigt, lass. Okay. Ja, genau. Ja, wir nehmen Ghost Recon auf. Ist auch ganz praktisch, dass da ein Heli in der Nähe ist, weil es gab einen riesen Gamepatch. Es hat sich ein bisschen was an der Performance getan und der Heli lässt sich jetzt besser steuern. Zur Freude von Lumpi. Ja. Ja. Warum fahren wir eigentlich so weit? Oh ja, ja. Warum habe ich keine Karte mehr? Ach doch, da unten. Ah. War die nicht immer links? Ja. Ja. Nein. Okay. Immer rechts. Geht hier. Meiner! Ist immer links. Ich mach das, ich fliege. Ich mach mir mal meinen Energy Drink auf. Wo ist mein Energy Drink? Boah, der Heli ist laut. Ja. Ich hoffe, man hört mich noch, aber der OBS-Pegel sagt ja. Ja, du knisterst aber zwischendurch ein bisschen. Echt? Mhm. Warum? Keine Ahnung. Moment. Weil das kannst. So, besser? Sag ich dir gleich. Müsste jetzt auch was leiser sein. Ich habe mein Mischpult ein bisschen runter. Oh, das ist schon. Das ist doch scharf. Der ist auch nicht scharf wie der Monitor. Was? Der ist genauso scharf wie der Monitor. Der auch so gut. Ja? Ja. Was ist das jetzt wieder? Armee oder was? Ja. Ja. Lumpi simuliert gerade den nächsten Terroranschlag, den er plant. Ja, er plant. Amoklauf in Berlin. Mitbewohner getötet, er stellte zu viel Fragen. Ja. Lumpi? Ist der wieder mit bei, mit dem du das machst? Ja? Und wie lange ist er bis 10 oder was? Mal gucken, ja? Ja, der kann ja wenigstens Kaffee servieren, wenn er schon hier oben drum rumsteht, ne? Ja, ist okay. Ja. Wer denn? Steigen wir eigentlich? Nee, ne? Ich stell dir doch gar nicht. Gut. Sim-Schwebeflug. Ja. Meine Damen und Herren, da passiert nicht viel, Wolfgang. Wir nehmen gerade auf. Die andere Aufnahme ist der Tür drüber. Ja.
wenn du schon eine Zeit lang hier im Schwebeflug bist, könntest du auch Kaffee servieren. Ach so. Ja. Du musst übrigens drehen, fliegst in die falsche Richtung. Guck mal, da unten müssen wir hin. Und lassen sich die Helis jetzt besser fliegen? Etwas, ja. Ja, dann. Schön ist halt, wir haben uns gedacht, wir nehmen das Ganze auf, dann seht ihr das auch mal aus verschiedenen Perspektiven. Das hier habe ich im Livestream schon immer gerne gemacht. Einfach mal Fallschirm. Abspringen. Genau, einfach mal im Fallschirm abspringen und hoffen, dass weil den Heckrotor nicht trifft. Genau, weil der Lupi nämlich gerade schön in den Tiefflug gegangen ist. Und ich da gerade echt Sorge hatte, dass er mich trifft. Aber das ist dem Lupi ja völlig egal. Wow! Wage es nicht. Auch wenn du dir das nur schwer vorstellen kannst, ich würde gerne am Leben bleiben. So. Ja, das wenn ist der voll... Lupi stillhält, kann ich auch zielen. Macht der den Hubschrauber da unten kaputt? Wer, ich? Ja, du. Qualmt nur ein bisschen. Ja, 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 ist gut für die Lunge. Okay, ah ne, da müssen wir ein Flugzeug klauen. Das bringt nur Treibstoff. Hier haben wir noch was. Da müssen wir auch ein Heli klauen. Und hier, was ist das? Da müssen wir auch ein Flugzeug klauen. Das bringt Treibstoff. Aber ein paar Waffen oder so werden. Ah, der ist wieder da, der Waffenpunkt. Du kannst zurückfliegen. Diesmal töte ich ihn auch nicht, versprochen. Mhm. Ja. 3, 2, 1. 1. Tot. Tot. Ja. Nein, nein. Ich glaube, ich sollte mir auch einen falschen zulegen. Ja, solltest du. Also die sind wirklich sinnvoll. Mhm. Hui. Baum! Ich passe jetzt auch auf, dass ich nicht den töte, der eigentlich am Leben bleiben muss. Und was mich wundert, ist, du schaffst es, das Fernglas bleibt nicht mehr aktiv. Du schießt und dann musst du das Fernglas wieder aktivieren. Mhm. Nee, die stehen da. Bin down. Ja. Ich auch, fuck.
Der haut mir im Auto ab, der haut mir im Auto ab! Ja, mach mal nochmal neu. Mann, das merke ich auch noch. Ja, ich habe mich zu lange in Deckung begeben. Ich hätte länger draufhalten müssen direkt. Dann hätte ich mir direkt geschnappt. Ich schnappe ihn mir beim nächsten Versuch direkt. Aber ich kann mir mal gerade einen neuen Akku holen für neue Dampfe. Moment. Ah! Nix kann, jetzt wisst das. Das ist das Problem. Ah ja. Na, sag mal. Sag mal, kennt ihr die Mentos Karamell Schoko Dinger? Nein. Also könnt ihr bei mir in der Folge dann in der Kamera sehen. So sehen die aus. Also ich esse ja keine Schokolade. Ich mag ja keine Schokolade, ne? Mhm. Aber diese Mentos Dinger mit dieser ganz leichten Füllung, die finde ich ganz okay. Ja, dann. Wie rennt man denn nochmal? Mit Shift. Haha. Controller gedrückt. Stick drücken. Oh, die Hubschrauber haben endlich ein Fahnenkreuz. Ja, genau. Du, dann darfst du jetzt nochmal eine kleine Runde fliegen und dann fliegen wir nochmal zurück. Ja, die Hubschrauber haben ein Fahnenkreuz. Das Krasse ist, der gute Fritz von der GameStar, hat das mal getestet. Also du kannst jetzt tatsächlich mit dem Heli von oben unten alles platt machen, weil die Helis sich so präzise einfach steuern lassen, dass die Leute unten eigentlich null Chance haben. Mhm. Frage ist, wohin schieße ich jetzt nochmal? Das weiß ich nicht. Und die Control und die Helis können jetzt auch seitwärts fliegen, ne? Wenn du den Typen jetzt tötest, ne? Dann ist er tot. Einheit getroffen! Das schießt doch die Autos, dass der nicht abhauen kann. Du meinst, so wie er das gerade tut? Jetzt fliegt der Lumpi dem hinterher und macht das Auto kaputt. Auf das Schiff. Und mach mal ein bisschen Trouble. Gerade Nilus. Ich treff ihn nur nicht! Oh, jetzt hat ein Zivilisten getroffen. Wow, komm hoch. Noch einer. Sag mal, bin ich zu. Ich hab ja auf dem Schiff. Wow!